Herzlich willkommen zur Sendung des ISW, des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung München. Immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten. Hier bei Radio LoRa auf der 92,4 MHz. Heute hören Sie einen ersten Beitrag von der ISW-Konferenz zu China. Das ISW München und die Mitveranstalter, das Netzwerk Transform Europe und das Asienreferat der Rosa-Luxemburg-Stiftung haben am 11. und 12. Oktober 2019 nach München eingeladen zum Thema Der Aufstieg Chinas und die Krise des neoliberalen Kapitalismus. Die Vorsitzende des ISW, Sonja Schmidt, begrüßt die Referenten. Wir freuen uns sehr, dass wir drei chinesische Referenten zu dieser Tagung begrüßen können. Professor Ding Xiaoqin, Professor für politische Ökonomie an der Wirtschafts- und Finanzuniversität von Shanghai und Präsident der Shanghai Akademie für das Seidenstraßenprojekt. Professor Hu Liming, Professor des Wirtschaftsinstituts der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften und Professor Yang Hutao, ebenfalls Professor am gleichen Institut. Als Vertreter unseres Kooperationspartners Transform Europe begrüße ich herzlich den politischen Koordinator Walter Bayer aus Wien. Morgen Nachmittag werden dann Inga Solti und Wolfgang Müller weitere Beiträge halten. Auch Sie beide darf ich herzlich begrüßen. Heute Abend wird für uns Dr. Werner Rügemer, den ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen darf, zum Thema sprechen, der neue Systemkonflikt zwischen dem US-geführten Westen und der Volksrepublik China. Ich mache zwei methodische Vorbemerkungen. Erstens, der Kapitalismus ist bekanntlich nichts Feststehendes. Es gab und gibt zahlreiche Varianten, etwa verschiedene Reformkapitalismen, etwa im New Deal der 1930er Jahre in den USA und den relativ regulierten Nachkriegskapitalismus in Westeuropa. Die politische Einkleidung kann variieren, etwa zwischen der Kapitaldemokratie im Normalbetrieb und faschistischen Formen bei zugespitzten Klassenkämpfen. Und der gegenwärtige neoliberale Kapitalismus wird durch die neuen unregulierten Schattenbanken vom Typ BlackRock, Blackstone, Elliott und Co. in eine neue Phase transformiert, die versuchsweise zum Beispiel als Hyperglobalisierung bezeichnet wird. Eine richtige Bezeichnung haben wir noch nicht gefunden. Ja, und Kapitalisten können sich für die Demokratie einsetzen, wie auch gegen die Demokratie. Die zweite methodische Vorbemerkung: Kapitalisten können gnadenlos opportunistisch sein. Mit der Globalisierung wächst die Differenz zwischen Staat und Kapital, vor allem in der westlichen Kapitaldemokratie. Kapitalisten können etwas ganz anderes machen als ihre, in Anführungszeichen, ihre Regierung. So überfielen US-Truppen das revolutionäre Russland und die US-Regierung boykottierte diplomatisch die Sowjetunion, aber US-Konzerne wie Ford gingen auf Lenins Einladung ein und investierten. Wall Street-Banken halfen bei Finanzierung. Danach das Gegenteil. Als US-Präsident Roosevelt die Sowjetunion diplomatisch anerkannte, zogen sich die US-Unternehmen zurück. Der Sozialismus wurde ihnen zu stark. Und die Aufrüstung Hitlers brachte sowieso höhere Gewinne. Für den Opportunismus vielleicht eine kleine aktuelle Einstreuung. Gestern hat der Konzern Apple seine App hkmap.live zurückgezogen. HK bedeutet Hongkong. Mit dieser App konnten die Protestler die Bewegung der Polizei zeitnah mitverfolgen und dort Verwüstungen anrichten, wo die Ordnungskräfte nicht waren.
Apple hat die App zurückgezogen, und zwar, weil sie um die Lizenz in China buhlen. Ja, also beides, das unterschiedliche Verhältnis von Kapitalisten zur Demokratie wie zum Sozialismus, spielt auch im Verhältnis zur Volksrepublik China eine wichtige Rolle. Darauf werden wir natürlich zurückkommen. Ja, und nun zum Thema: der Aufstieg Chinas zur erfolgreichsten Volkswirtschaft ist insbesondere für die US-Regierung zutiefst provozierend. Doch die USA haben selbst zu dieser Entwicklung beigetragen, ungewollt, in interessengeleiteter Selbsterblindung. Der US-geführte Westen befindet sich dagegen in ökonomischen, politischen und moralischen Krisen. Die USA verschärfen, konfrontiert mit dem nachhaltigen Aufstieg Chinas, auch ihre militärische Aggressivität. Und das ist durchaus ein gefährlicher neuer Systemkonflikt. Und er ist bedeutsam, nicht nur für die direkt beteiligten Staaten, sondern für alle Teile der Menschheit. Ich gehe jetzt darauf ein, was ist eigentlich Imperialismus? Der Volksrepublik China wird oft vorgeworfen, sie wolle zu einer neuen imperialistischen Großmacht werden, um die Großmacht USA abzulösen. Deshalb zunächst die Frage, was Imperialismus und westliche Großmacht bedeutet, und zwar anhand der Geschichte Chinas selbst. Wie schon erwähnt, mit Beginn des 19. Jahrhunderts überfielen mehrere Kolonialmächte Europas, dann die USA und Japan, das Chinesische Reich. Sie entfalteten die imperialistische Kombination von wirtschaftlicher Ausbeutung, militärischer Besetzung und politischer Korruption. Sie besetzten Häfen, errichteten Militärstützpunkte an den großen Flüssen und im Landesinneren, erpressten Lizenzen zum Bau und Betrieb von Eisenbahnen und Bergwerken, stellten Städte und abgetrennte Regionen unter koloniale Verwaltung, verkauften als Freihändler unter der Flagge des Open Door ihre industriellen Produkte, kooperierten mit regionalen, feudalen und mafiotischen Clans und Warlords und unterstützten christliche Missionare. England, das in seiner größten Kolonie Indien Opium anbaute, erzwang zugunsten seiner Handelsgesellschaften wie Jardine, Matheson & Co. über Hongkong den massenhaften Verkauf des Rausch- und Betäubungsmittels. Dazu führten die Kolonialmächte zwei Opiumkriege. Die Kolonialmächte rafften mit ihren Handelsgesellschaften, Banken und Konzernen ungeheuren Reichtum zusammen, nutzten Warlords als Helfer, zerstörten Rechtsstaat, Zivilgesellschaft, Ordnung, Regierung und Umwelt. Modernisierung und Industrialisierung nach westlichem Vorbild nutzte gleichzeitig einer kleinen chinesischen Elite. Millionen Menschen verarmten, verhungerten, vegetierten dahin, wurden getötet. Im 20. Jahrhundert, die bürgerliche Revolution unter Sun Yat-sen und seiner Kuomintang-Partei entmachtete, 1912 die feudale Kollaborationsregierung. Sun wurde auch von der Sowjetunion, der Komintern und der 1921 gegründeten Kommunistischen Partei Chinas unterstützt. Nach Suns Tod setzten sich die alten feudalen und kapitalistischen Eliten durch. Ihre Führungsfigur war bekanntlich General Chiang Kai-shek. Er wurde von den USA unterstützt, auch von Nazi-Deutschland. Wehrmachtsgeneräle agierten als militärische und Industrieberater. IG Farben, Heinkel, Rheinmetall, Messerschmitt, Junkers Grupp rüsteten Chiangs Armee auf. 1942 bekam Chiangs Diktatur noch die diplomatische Anerkennung des Vatikan. Die katholische Kirche unterstützte, wie die USA damals überall, antikommunistische Diktatoren und Putschisten, etwa Mussolini in Italien und General Franco in Spanien. Mit Hitler wurde ein Konkordat geschlossen. Chiang Kai-shek bekämpfte weniger die japanischen Besatzer dann,
sondern vor allem die Volksbefreiungsarmee. Er bereicherte seinen Clan. Die USA kannten seine Korruptheit, unterstützten ihn aber nach dem Motto der US-Außenpolitik bis heute: Er ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn. Ja, wie sieht es dann weiter aus im 20. Jahrhundert? Auch nach dem Sieg der Volksbefreiungsbewegung unterstützten die USA und weitere NATO-Mitglieder Chiang Kai-shek, der mit seinen Anhängern auf die chinesische Insel Formosa, Taiwan, geflüchtet war. Taiwan ist kein Staat, sondern ein von den USA protegiertes und subventioniertes Sonderterritorium. Die USA verweigerten der Volksrepublik die diplomatische Anerkennung und die ökonomische Unterstützung. In den USA wurden taiwanesische und tibetische Terroristen ausgebildet und von Taiwan und Hongkong aus auf das Festland gebracht. Die US-Armee wie auch die Bundeswehr der Westdeutschen Adenauerrepublik bildeten taiwanesische Offiziere aus. Die USA förderten die ökonomische und technologische Entwicklung Taiwans, blockierten aber, auch verpflichtend für die anderen NATO-Mitglieder, mit Hilfe der COCOM-Liste die Lieferung technologischer Güter an China. Die USA sorgten dafür, dass die Volksrepublik nicht in die UNO aufgenommen wurde. Erst 1971 konnte China durch die Unterstützung von Staaten der Blockfreien Mitglied werden. Bis 2001 verhinderten die USA die Aufnahme Chinas in die WTO. Ja, die Entwicklung, die neuere Entwicklung Chinas ist ermöglicht durch die Revolution. Auch die USA hatten eine Revolution basierend, der US-Staat basiert auf einer Revolution. Wie aber sieht im Unterschied zur chinesischen die amerikanische Revolution aus? Die USA verdanken ebenfalls ihre staatliche Existenz der Revolution gegen die Kolonialmacht England. Die Revolutionäre ließen sich ideologisch zunächst von der französischen Aufklärung inspirieren, so hieß es in der Unabhängigkeitserklärung von 1776. Alle Menschen sind gleich geschaffen. Alle Menschen wurden von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Dazu gehören Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Doch diese zumindest angedeuteten Menschenrechte waren 10 Jahre später in der Verfassung von 1787 verschwunden. Durch den internationalen Handel mit Sklaven und deren Einsatz in Plantagen und privaten Haushalten, auch in den Nordstaaten, trieben die Revolutionäre den Kolonialismus noch weiter. Auch nach dem Bürgerkrieg blieben die befreiten Schwarzen unfrei. Durch erheblich eingeschränktes Wahlrecht, durch Segregation bei Bildung, Wohnen, Beruf und im sonstigen Zivilleben, vor allem aber durch das Konviktsystem. Das war mit Hilfe willkürlicher Bagatellverurteilungen die millionenfache kasernierte Zwangsarbeit in Unternehmen ohne Arbeitslohn. Also, die simulierte Propagierung der Menschenrechte, so demonstrierte die junge Kapitaldemokratie, ist mit Sklaverei und dann auch modernisierter extremer Arbeitsausbeutung vereinbar. Die USA stehen bis heute weltweit einsam an der Spitze der Nichtanerkennung der Arbeitsrechte der Internationalen Arbeitsorganisation. Der Rassismus geht bis heute weiter, etwa bei der überproportionalen Belegung des größten Gefängnissystems der Erde durch schwarz- und dunkelhäutige Menschen. Die USA haben zudem die völkerrechtliche Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden nie wirklich anerkannt, haben sie höchstens benutzt, wenn sie einen Kriegsanlass suchten. Sie haben seit der Gründung ihren machtmäßigen Zugriff unter dem Motto von America First und National Security ständig übergriffig auf andere Territorien und Staaten ausgedehnt, formell mit Bündnissen oder auch informell,
investiv, juristisch, medial, geheimdienstlich, militärisch und nicht zuletzt mit der Leitwährung Dollar. So hat etwa auch der US-Kongress 2015 unter Präsident Obama aufgrund der Lobby von Silicon Valley Milliardären den Commercial Space Launch Competitive Act beschlossen, wonach US-Unternehmen das alleinige Recht zur Ausbeutung der Rohstoffe im Weltall haben. Dieses Gesetz ist gegen den UNO-Weltraumvertrag gerichtet. Ähnlich verhalten sich die USA bei der geplanten Ausbeutung der Arktis und der Bodenschätze unter dem grönländischen Eis. Die USA haben, weil sie seit Staatsgründung im Prinzip den Anspruch auf alle Territorien haben, die ihnen noch nicht gehören, als einziger großer Staat kein Außenministerium, sondern das State Department, Staatsministerium. Und von der Gründung an hatten die USA deshalb auch ein Kriegsministerium, War Department. Erst 1947, ich weiß ja nicht, ob ihr das alle wisst, erst 1947 wurde es umbenannt im Ministerium der Verteidigung. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als die USA ihre endgültige globale, auch militärische Expansion begannen. Die Verteidigung der USA ist also die offizielle Bezeichnung für globale, auch militärische Expansion. Die opportunistische, kosmetische Umbenennung war ein Zugeständnis an das vor allem durch die Sowjetunion neu bewirkte und umdefinierte Völkerrecht der UNO. Ja, wie ging es dann mit der Volksrepublik China weiter? Ende der 1970er Jahre erkannte die chinesische Führung, dass sie mit eigenen Mitteln nicht wirksam und schnell genug aus der geerbten Unterentwicklung herauskommt und dass die staatliche Existenz bedroht ist. So holte sich die Volksrepublik den westlichen Kapitalismus neu ins Haus, dessen bisherige Vertreter sie vorher vertrieben hatte. Die USA ihrerseits nutzten die ideologische Feindschaft zwischen der Volksrepublik China und der Sowjetunion. Unter Präsident Nixon wurde China diplomatisch anerkannt, um die Sowjetunion zu schwächen. Gegen sie richtete sich zugunsten Chinas damals die Hauptaggression des Westens. Deshalb auch förderten die USA nun die Ansiedlung US-amerikanischer Konzerne in China, auch in der Hoffnung, das Land ins westliche Lager zu ziehen. Ab 1983 kamen General Motors, Studebaker, Volkswagen, Siemens, es folgten die Silicon Valley-Konzerne und tausende weitere, auch aus Hongkong und den politisch verfeindeten Japan und Taiwan. Um Einfluss in der Volksrepublik zu gewinnen, anerkannten die USA jetzt sogar den Anspruch Chinas auf Taiwan. Sie zogen die diplomatische Anerkennung formell zurück, unterstützten allerdings Taiwan wirtschaftlich und militärisch, verstärkt wieder unter Clinton und Obama und unter Trump umso mehr. US-Konzerne, auch etwa die sich so vegetarisch und kommunitaristisch gebenden Öko-Gurus und Weltverbesserer wie Steve Jobs von Apple und William Gates von Microsoft, nutzten sofort im armen Entwicklungsland die Niedrigstlöhne in China. Gleichzeitig war dies für China eine Möglichkeit, dass Millionen Wanderarbeiter aus bäuerlich verarmten Gebieten ihre finanzielle Lage verbesserten, zunächst auf Kosten schwierigster Arbeits- und Lebensverhältnisse. Aber der Volksrepublik gelang, und dabei ist sie noch, die schrittweise Umkehr der westlichen kapitalistischen Logik. Die Revolution mit Mao Zedong hatte,
mit Um- und Irrwegen Voraussetzungen geschaffen, um gefesselte Potenziale freizusetzen. Sie wurden schrittweise wirksam in einem historisch ungeheuer kurzen Zeitraum von 7 Jahrzehnten. Also die Volksrepublik China ist jünger als ich zum Beispiel und vielleicht so jünger als mancher von uns hier. Mit Hilfe westlicher Unternehmen und Praktiken entwickelte China sich schrittweise, auch mit Hilfe zahlreicher Sonderwirtschaftszonen, zunächst zu einem industrialisierten Entwicklungsland. Doch schon früh zeigte sich unter kommunistischer Führung zunehmend, sich eine andere Entwicklungslogik entfaltete. So protestierten etwa seit den 1990er Jahren immer mehr Arbeiter gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in den westlichen wie auch einheimischen Unternehmen. Besonders beim extremen Niedriglohnorganisator Foxconn aus Taiwan. So wurde die Volksrepublik zum streikfreudigsten Land der Welt, auch ohne und gegen Gewerkschaften. Deshalb legte der Nationale Volkskongress Chinas 2006 den Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes vor. Er orientierte sich gemäßigt an Normen der Internationalen Arbeitsorganisation. Jeder Arbeiter sollte einen schriftlichen Vertrag bekommen. Leiharbeiter sollten nach einem Jahr fest übernommen werden. Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen sollten nicht nur über Entlohnung, sondern auch über Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, Urlaub, Sozialversicherung und Ähnliches verhandeln können. Also wirklich, ihr seht es, gemäßigte Forderung. Doch dagegen liefen die US-amerikanische und die europäische Handelskammer in China Sturm. Der Wettbewerbsvorteil Chinas gehe verloren. Die westlichen Unternehmen würden das Land verlassen. Führende Protestierer waren Microsoft, Google, Dell, AT&T, Nike, Ford, General Electric, UPS, Intel und Goodyear. Auf europäischer Seite protestierten heftig Siemens, VW, Bayer, BASF, Nokia, Veolia. Obwohl das Recht auf Arbeit und auf gerechtes, auskömmliches Arbeitseinkommen zu den universellen Menschenrechten gehört, setzte sich keine der mit Menschenrechten argumentierenden westlichen Regierungen für das Arbeitsvertragsgesetz ein. Im Gegenteil. Gleichzeitig setzten diese Regierungen sich in ihren eigenen Staaten für die weitere Entrechtung der abhängig Beschäftigten ein. In Deutschland damals, genau in diesen Jahren etwa, für die 4-Hartz-Gesetze, für neue Niedriglöhnerei und für erweiterte Leiharbeit und gegen einen Mindestlohn, der bekanntlich dann erst 10 Jahre später kam. Und für die Schwächung der Gewerkschaften. Seit der Präsidentschaft von Jimmy Carter argumentiert der US-geführte Westen gegenüber seinen Feinden mit den Menschenrechten. Dabei werden die Menschenrechte allerdings gezielt selektiv verengt auf wenige traditionelle bürgerliche Rechte der Meinungs-, Religions- und Versammlungsfreiheit und neuerdings zusätzlich auf die freie Wahl des sexuellen Geschlechts. Regierungskritiker in China, auch wenn sie verfassungswidrige Inhalte vertreten, wie gegenwärtig in Hongkong, werden vom Westen deshalb als Menschenrechtler hofiert. Die Meinungsmacher der westlichen Wertegemeinschaft klammern die Sozial- und Arbeitsrechte aus den Menschenrechten weltweit aus, sowohl in ihren eigenen westlichen Staaten, in den Entwicklungsländern selbst und auch gegenüber China und anderen Feindstaaten. Der Nationalkongress Chinas in seiner großen Weisheit beschloss ein abgebildetes Gesetz. Doch die damit entfesselte Dynamik war anders als im Westen und in westlich dominierten Entwicklungsländern. Die abhängig Beschäftigten waren ermutigt, gingen massenhaft vor Gericht und streikten noch mehr. Sie erreichten mehr, als unabhängige und freie Gewerkschaften im Westen erreichen.
Die Arbeitseinkommen stiegen über 3 Jahrzehnte kontinuierlich um ein Mehrfaches. Die Zahl der Sozialversicherten nimmt weiter zu. Chinesische Mindestlöhne übersteigen inzwischen, vor allem wenn sie kaufkraftbereinigt sind, die Mindestlöhne mehrerer EU-Staaten. Eine ähnliche Umkehr der Logik gelingt China bei wichtigen Technologien. Westliche Autokonzerne beugten sich in China Auflagen, denen sie sich in ihren westlichen Herkunftsstaaten, wenn sie denn überhaupt erlassen würden, nicht beugen würden. Zur neuen Mobilität gehört in China nicht nur die Elektromobilität und nicht nur PKWs, sondern auch vor allem ein integriertes Mobilitätskonzept mit erweiterten Formen des kollektiven und des öffentlichen Transports. Neue elektrifizierte Eisenbahnlinien, Großraum-PKWs, Elektrobusse. Im Westen dagegen wird der öffentliche Nah- und Fernverkehr abgebaut und in den erhaltenen Bereichen verteuert. Zugunsten des Lkw-Verkehrs wird der schienengebundene Güterverkehr ebenfalls abgebaut. Die Deutsche Bahn wurde zum größten Lkw-Spediteur Europas. Ja, auch rechtsstaatliche Innovationen sind in China im Gange. Die chinesische Führung konstatierte, mit dem massiven Import kapitalistischer Unternehmen und Praktiken haben wir auch Verhaltensweisen entfesselt und dazu beigetragen, die egoistisch, asozial bis kriminell sind. Sie sind systemisch für die westliche Kapitaldemokratie. Diese hat zwar, um etwas dagegen zu tun, viele Gesetze, diese werden aber millionenfach straflos verletzt. Deshalb wird in der Volksrepublik die Korruption von Managern und Unternehmern, ob chinesische oder ausländische, und von Parteifunktionären gerichtlich streng verfolgt. Zehntausende werden wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Insiderhandel, Vetternwirtschaft und Ähnlichem verurteilt und teilweise viele Jahre ins Gefängnis gesteckt, was im Westen etwa bei den betrügerischen Autokonzernen und bei der systemischen professionellen Beihilfe zur Steuerflucht durch Wirtschaftsprüfer ebenfalls angemessen wäre. Nebenbei bemerkt, das Geschäftsmodell von Hongkong unter britischer Herrschaft zur größten deregulierten Freihandelszone entwickelt, stellt mit seinem extremen liberalen Wirtschaftssystem, so stellte es die deutsche Wirtschaftskanzlei Rödel und Partner fest, für kriminelle Praktiken, Zitat, einen gefundenen Nährboden dar. Die Volksrepublik hat mit diesen und weiteren Innovationen keinen irgendwie idealen Endzustand erreicht, sondern ein historisch einmaliges Ergebnis unter den Bedingungen innerer und äußerer Klassenkämpfe. Sie gehen weiter. Entgegen der verblendeten Behauptung aus den USA beim Zusammenbruch des europäischen Sozialismus vom Ende der Geschichte bleibt die Geschichte offen, ist vor allem durch China weiter geöffnet worden. Und davon profitiert die Weltgemeinschaft. Sie hören das Referat von Dr. Werner Rügemer, der neue Systemkonflikt zwischen dem US-geführten Westen und der Volksrepublik China, gehalten auf der ISW-Konferenz mit dem Thema Der Aufstieg Chinas und die Krise des neoliberalen Kapitalismus. Ja, ich komme jetzt zur westlichen Krise und ihrer Hyperglobalisierung. Der US-geführte Westen hatte versprochen, mit der Globalisierung seine Art der wohlstandsfördernden Kapitaldemokratie global auszubreiten. Doch er produziert zunehmend das Gegenteil unter nachhaltiger Verletzung eigener Prinzipien. Unregulierte Schattenbanken vom Typ BlackRock, Blackstone, Elliott und Co. restrukturieren völlig frei Banken, Börsen und Unternehmen,
bilden neue transnationale Kartelle, entrechten die abhängig Beschäftigten noch mehr, fördern rechtsradikale und autoritäre Strukturen. Regierungen unterliegen der Dauerberatung privater Agenturen, Digitalkonzerne forschen die Nutzer aus und kooperieren mit Geheimdiensten. Repräsentative Politiker für diesen inneren Systemwechsel sind so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Trump, Macron, Johnson, Kaczynski, Poroschenko, Bolsonaro und von der Leyen. Sie repräsentieren den neuen Systemkonflikt im Inneren der westlichen Gesellschaften wie auch gegenüber Staaten auf allen Kontinenten. Die UNCTAD, eine Tochterorganisation der UNO, also die wirtschaftliche Unterorganisation der UNO, spricht hier von den Furien der Hyperglobalisierung. Wachsende soziale Ungleichverteilung in allen Lebensgebieten wie Arbeit, Wohnen und Gesundheit. Nicht rückholbare Überschuldung von Unternehmen, privaten Haushalten und Staaten. Der IWF seinerseits kritisiert die geringen Investitionen in die Realwirtschaft, das sinkende wirtschaftliche Wachstum des Westens. Besonders hebt der IWF, wie auch der Menschenrechtsausschuss der UNO, die im Westen ausufernde Spekulation von Blackstone und Co. mit Wohnungen und Immobilien in den Städten hervor und die dadurch verursachte Explosion von Mieten und der Preise von Eigentumswohnungen, die für abhängig Beschäftigte und den ohnehin schrumpfenden Mittelstand immer weniger bezahlbar werden. Und der IWF benennt einen wesentlichen Grund für die Verarmung der westlichen Staaten: die systemische Steuerflucht der Unternehmen und deren Eigentümer. Allein die in der OECD versammelten Staaten verlieren so jährlich etwa 450 Milliarden Dollar. Jährlich. Die für die Mehrheitsbevölkerung wichtige Infrastruktur, öffentlicher Verkehr, Krankenhäuser, Schulen, Abwasserentsorgung, Straßen, Wohnungen, Leitungs- und Kommunikationssysteme, verfällt oder wird privatisiert und verteuert. Und auch das Finanzblatt Financial Times konstatiert auf einmal radikal vor 2 Wochen, die kapitalistischen Privateigentümer versinken verantwortungslos in ihren Supergewinnen. Die Demokratie wird degradiert. Wettbewerb findet kaum statt, die Innovationsfähigkeit der beherrschenden Unternehmen sinkt, die soziale Ungleichheit steigt weiter, die Bürger sind mehrheitlich unzufrieden, Regierungen leiden unter Autoritätsverlust. Dieser Kapitalismus, so der Herausgeber der Financial Times, Martin Wolf, müsse von seinen Rentiers gerettet werden. Müsse vor seinen Rentiers gerettet werden. Dem kann man nur zustimmen, nur sein Ruf wird vermutlich bei seinen Freunden und Sponsoren kaum auf Gegenliebe stoßen. Die bisherigen Volksparteien in allen westlichen Staaten haben deshalb ihren bisherigen Einfluss verloren. Die neuen Kapitalorganisatoren wie BlackRock, Blackstone, KKR und ihre Lobbyisten verlangen nun direkten Einfluss, weil die gegenwärtigen Regierungen den Erwartungen großer Teile der Bevölkerung nicht mehr gerecht werden können. Die politischen Folgen dieser Degeneration zeigen sich folgerichtig am krassesten in den beiden ältesten Kapitaldemokratien, in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der westliche Kapitalismus verfestigt und produziert Unterentwicklung und macht daraus ein Geschäft. Um nur ein markantes Beispiel herauszugreifen: das Handels- und Investitionsabkommen NAFTA brachte Niedriglöhnerei und Bauernsterben nach Mexiko. Übrigens in der Rückwirkung auch in die USA. Während Millionen legale und auch illegale Einwanderer aus Mexiko
große Teile der US-Wirtschaft aufrechterhalten und als billige Haushaltshilfen, legal und illegal, das Privatleben von Besserverdienern verschönern, werden Flüchtlinge aus Mexiko moralisch diskreditiert und nicht erst seit Trump, sondern schon seit Präsident Clinton, an der Grenze und in Gefängnissen fern und festgehalten, auch Kinder. Gleichzeitig aber unterhalten Pharmafirmen an der Grenze zu Mexiko Stationen für die Blutabnahme. Verarmte Mexikanerinnen werden über die stacheldrahtgesicherte Grenze gelassen. Beamte winken sie durch, obwohl das Visum nicht zum Geldverdienen berechtigt. Die Einreise ist illegal, wird aber staatlich organisiert. Diese verarmten Illegalisierten dürfen sich für ein paar Dollar so oft Blut abnehmen lassen, dass sie krank werden. Damit wurden die USA zum größten gewinnträchtigen Exporteur von Blutplasma. Abnehmer sitzen vor allem in Großbritannien, Deutschland und Österreich. Das Blut dieser diskriminierten Armen wird abgesaugt in die Adern der gesund gepflegten Reichen. Und dieses Blut nährt die Profitmaschine des Westens. Die heuchlerische, rechtliche, moralische Perversion des US-Staates und westlicher Unternehmen kennt in mehrfacher Hinsicht keine Grenzen. Ja, ich komme zum Systemwettbewerb und seiner militärischen Seite. Was in der vorher zitierten Kritik von IWF, UNCTAD, UNO-Menschenrechtsausschuss und Financial Times nicht genannt wird, ist die wieder zunehmende militärische Aggressivität des Westens. Sie ist ein konstitutives Element der Hyperglobalisierung, die sich nach der letzten Finanzkrise von 2007 entfaltete. Im Prinzip haben die USA die Kombination von kapitalistischer und militärischer Expansion sofort nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf globaler Ebene praktiziert. Dafür steht in Westeuropa die Gleichzeitigkeit von Marshallplan und NATO, fortgesetzt bis heute in der Kombination von EU-Osterweiterung und NATO-Mitgliedschaft, begonnen mit den völkerrechtswidrigen Bombardierungen in Jugoslawien. In investiv militärischem Zugriff hat der US-geführte Westen über die Jahrzehnte viele Dutzend Kriege und Putsche auf allen Kontinenten exekutiert. Die USA unterhalten etwa 1000 Militärstützpunkte. Niemand hat sie wirklich gezählt. Niemand kann sie zählen. In mehreren Dutzend anderen Staaten sowie auf annektierten Territorien, etwa in Guantanamo. Auch im völkerrechtswidrig von Serbien abgetrennten Kosovo betreiben die USA mit Bond-Stil einen ihrer größten auswärtigen Militärstützpunkte. In NATO-Mitgliedstaaten unterhalten die USA zusätzlich eigene Militärstützpunkte. So in Griechenland, Belgien, Großbritannien, Dänemark und am meisten in Deutschland. Dazu gehören Stützpunkte, in denen die USA Atombomben liegen, von denen unsere Regierung offiziell nichts weiß. Ich fasse zusammen, der US-geführte Westen hätte seine Dominanz nach dem Zweiten Weltkrieg nicht entwickeln und halten können, wenn er sich dem friedlichen Wettbewerb der Systeme gestellt hätte. Ich wiederhole nochmal, der US-geführte Westen hätte seine Dominanz nach dem Zweiten Weltkrieg nicht entwickeln und halten können, wenn er sich dem friedlichen Wettbewerb der Systeme gestellt hätte. Ja, ich komme zur
Variante der Globalisierung, wie sie von der Volksrepublik China praktiziert wird. Diese ist anders. Sie soll gerecht und inklusiv sein und ohne militärische Begleitung. China investiert in anderen Staaten ohne ideologische und politische Beschränkungen, in Russland und Deutschland genauso wie in den USA, in Venezuela und in Israel. China bietet allerdings einen Vorteil, sowohl vom System her wie beim Volumen. In China steigt die Massenkaufkraft der Beschäftigten nachhaltig, auch in der weltweit größten Mittelschicht, die es je gegeben hat, während die Kaufkraft gerade in den entwickelsten westlichen Staaten wie den USA und in der gesamten EU nachhaltig sinkt. So kann die Volksrepublik den aufgekauften und kooperierenden Unternehmen auch einen neuen, großen und wachsenden Markt bieten. Betriebsräte und Geschäftsführer, etwa in Deutschland, freuen sich inzwischen, wenn keine US-amerikanische Heuschrecke, sondern endlich ein Investor aus China kommt. So entwickelt die Volksrepublik differenzierte internationale Zusammenschlüsse in Asien, Afrika, Lateinamerika, in Osteuropa das Format 16+1. Die beteiligten Staaten werden auch dazu befähigt, selbst verstärkt zu produzieren und zu exportieren, nicht zuletzt nach China, und auch, um dort selbst zu investieren. Das gilt in anderer Weise auch für reiche Staaten wie Deutschland. Viele westliche Unternehmen können sich inzwischen nur aufrechterhalten, weil sie in China produzieren und verkaufen können. Ein Wort zu Afrika. Selbst McKinsey musste zu Afrika feststellen, die etwa 10.000 chinesischen, meist privaten Unternehmen auf dem Kontinent tragen zur Verbilligung von Produkten und zur gezielten Ausbildung von Managern und Arbeitern bei. 90% der Unternehmen sind privat. 89% der Beschäftigten sind Afrikaner. Für sie sind durch Fabriken, Häfen, Schienensysteme und Brücken, Kraftwerke und Flughäfen einige Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Inzwischen werden 12% der Industrieproduktion Afrikas durch diese Unternehmen erbracht. Die Produkte sind nicht am Export in die reichen Staaten des Westens orientiert, sondern, so McKinsey, vorrangig an den Bedürfnissen der afrikanischen Märkte. Somit erweisen sich Chinas Investitionen als, wieder McKinsey, äußerst positiv für die Volkswirtschaften Afrikas, für Regierungen und Arbeiter. Die neue Seidenstraße ist nicht nur das größte Globalisierungsprojekt der bisherigen Menschheit, sondern vor allem, es kommt zum ersten Mal in der neueren Geschichte ohne militärische Begleitung aus. Insgesamt drängt China darauf, dass die UNO zu ihrem ursprünglichen Konzept der Gleichberechtigung der Völker und der Nichteinmischung zurückkehrt. Ebenso drängt China darauf, dass die UN-Unterorganisationen wie UNCTAD, WHO, Menschenrechtsrat und Weltbank IWF gestärkt und entsprechend der neuen internationalen Verhältnisse, die ja schon lange bestehen, reformiert werden. Dafür bekommt China wachsende internationale Unterstützung. So wurde 2019 zum ersten Mal ein Chinese zum Präsidenten einer dieser UN-Unterorganisationen gewählt, der Food and Agricultural Organization, FAO, und zwar mit Mehrheit gegen die Kandidaten der EU und der USA. China unterhält Militärstützpunkte und Abwehrsysteme nur im eigenen und staatsnahen Bereich. Nur in einem anderen Staat unterhält die Volksrepublik einen militärischen Stützpunkt, nämlich in Djibouti am Horn von Afrika.
Dort betreiben allerdings die USA, Frankreich, Großbritannien und Saudi-Arabien schon länger Militärstützpunkte und zudem viel größere. Während der US-Stützpunkt 10-mal so viele Soldaten beherbergt, die zudem Teil einer globalen Militärlogistik zu Land, zu Wasser und in der Luft sind, sind die chinesischen Soldaten für die Sicherung der von China betriebenen Hafenanlage zuständig. Ich komme zum Schluss. Ja, dieser neue, vielfältige Systemkonflikt ist eine Angelegenheit der gesamten Weltgesellschaft. Die bisherige Globalisierung in beiden sich auf der wirtschaftlichen Ebene vielfach überschneidenden Varianten des Kapitalismus hat zu einer vielfältigen internationalen Verflechtung geführt. Sie reicht tiefer, als westliche Handelskrieger inzwischen akzeptieren wollen. Doch insbesondere die politische Führung in den USA sieht darin eine Gefahr, gerade deshalb, weil insbesondere die USA seit langem in einer wirtschaftlichen ebenso wie politischen Krise stecken. Diese lange verschleppte Krise tritt am Gegenbild der erfolgreichen Volksrepublik China zudem deutlicher hervor als bisher. Auch weil diese Erfolge weiterzugehen, in Anführungszeichen, drohen. In den westlichen Führungsetagen weiß man es längst und ganz genau. Das US-geführte westliche Modell wird sowohl den Interessen der Mehrheitsbevölkerung nicht gerecht, in den USA selbst und selbst bei den besten Bündnispartnern wie der Bundesrepublik Deutschland. In dieser Hinsicht ist das US-geführte westliche Modell ein Auslaufmodell. Aber es ist reich, es ist militärisch mächtig, es ist vielfältig, herrschaftserfahren, es ist hochgefährlich. Die USA haben die ersten Atombomben geworfen, zudem auf Zivilbevölkerungen, nur um am Ende des Zweiten Weltkrieges einen kleinen, befürchteten Vorteil der Sowjetunion zu verhindern. Dieser US-geführte Westen kann sich Kriege und weltweite militärische Präsenz und Interventionen leisten, finanziell, politisch, moralisch, noch. Das ist somit auch eine Frage der knappen Zeit. Auch deshalb verschärft der US-geführte Westen seine mediale und militärische Aggressivität gegen China, aber auch gegen alle, auch sogar grundkapitalistische Staaten, wenn sie nur geringe Systemabweichungen haben, wie kürzlich Libyen und Syrien, und neuerdings gegen solche, die in relativer Selbstständigkeit in Kooperation mit China stehen, wie etwa Russland und der Iran. Zu dieser Gefährlichkeit stellte Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Dezember 2018 zum 40. Jahrestag des Reformbeginns fest: Wir sind auf Gefahren und Risiken eingestellt, die bisher unvorstellbar sind. Tja, China zeigt, wie westlicher Kapitalismus seine systemisch möglichen Exzesse und die Furien der Hyperglobalisierung gebändigt und qualitativ verändert werden können, zugunsten der Mehrheitsbevölkerungen und zugunsten friedlicher globaler Kooperationen. Sie ermöglichen zudem das, was die gefährdete Menschheit braucht: friedliche Konfliktaustragung trotz und jenseits ideologischer Differenzen zum Vorteil aller Seiten. Das ist ja eigentlich auch der Selbstanspruch der westlichen Demokratien im Gegensatz zur kritisch angeprangerten
autoritären Einparteienherrschaft wie in China. Aber China macht das multipolare System möglich, das der Westen verneint, in der Praxis. Und es geht nun in anderen Staaten, wie hier in der Bundesrepublik Deutschland, jetzt nicht darum, China als Vorbild zu nehmen. Es geht darum, die unterschiedlichen Entwicklungsstadien und Entwicklungslogiken aller Seiten zu verstehen und die teilweise sehr unterschiedlichen, vorwärtsweisenden Erfahrungen und Praktiken beider Seiten miteinander zu verbinden. Der neue Systemkonflikt spielt sich zugespitzt natürlich zwischen den USA und der Volksrepublik China ab, doch die gesamte Menschheit auf allen Kontinenten ist auf die eine oder andere Weise beteiligt. Eine vermittelnde Rolle könnten die Europäische Union und einzelne EU-Mitgliedstaaten spielen, insbesondere eigentlich Deutschland, ist aber militärisch tief eingebunden. So hat sich etwa Italien als erster EU-Staat offiziell der neuen Seidenstraße angeschlossen. Griechenland hat sich jetzt der bisherigen 16+1-Initiative Chinas mit ost- und südosteuropäischen Staaten angeschlossen. Während westliche Regierungen zunehmend China bekämpfen oder kritisieren, strömen immer mehr westliche Konzerne, insbesondere aus Europa, nach China. Dabei geraten die Vorstellungen und Realisierungsformen im Westen und in China in Entwicklungsländern in Konflikt, etwa bei dem, was Demokratie, neue Technologien und den Umgang mit der Umwelt angeht. Solche Konflikte müssen ausgetragen werden. Das Völkerrecht der UNO und die universellen Menschenrechte sind dafür eine allgemeine, unverzichtbare Orientierung. Wenn du Frieden willst, sorge für Gerechtigkeit. So lautet seit 1919 das Motto der Internationalen Arbeitsorganisation. Deshalb vor allem, Kriege müssen verhindert, Frieden muss gesichert werden. Das ist die wichtigste Systemfrage. Ja, wir verstehen unsere Konferenz als eine der zahlreicher werdenden Möglichkeiten, wie die Initiativen und Potenziale aus vielen Ländern und Bereichen intensiver miteinander verknüpft werden können. Wir freuen uns auf Gespräche und künftige Kooperationen. Vielen Dank. Das war die Dokumentation des ersten Beitrages von insgesamt 7 Referaten dieser Tagung. Sie hörten Dr. Werner Rügemer, der neue Systemkonflikt zwischen dem US-geführten Westen und der Volksrepublik China, gehalten auf der ISW-Konferenz mit dem Thema Der Aufstieg Chinas und die Krise des neoliberalen Kapitalismus. In seinem neuen Buch Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts befasst sich Werner Rügemer im dritten Teil Der kommunistisch geführte Kapitalismus mit China. Eine knapp gehaltene Zusammenfassung aller Beiträge der ISW-Konferenz finden Sie auf der Homepage unter isw-münchen.de. Die vollständigen Referate der Konferenz sind im ISW-Report 119, der Mitte Dezember erscheint. Weiter noch aktuell ist der ISW-Report 115 vom Dezember 2018 mit dem Thema Globaler Wirtschaftskrieg, der Aufstieg Chinas, zerbricht der Westen? Mehr bei www.isw-muenchen.de, www.isw-muenchen.de. Verantwortlich für die Sendung Felix Ferber. Wiederholung am Donnerstag, den 24. Oktober um 14 Uhr bei LoRa auf DAB+. Späteres Nachhören der Sendung ist möglich bei www.freieradios.net. Die nächste Sendung des ISW in der Redaktion Soziales und Bürgerrechte ist am 25. Dezember um 20 Uhr.